Hallo Leute, schaut euch das bitte an und sagt mir, wonach es aussieht. Irmi meint, es sieht aus wie Tatar, die Nachbarin sagt, es sieht aus wie Tatar und es schmeckt mega lecker. Wenn ihr jetzt wisst oder erraten könnt, was das ist oder was das da, was es ist oder was es darstellen soll, dann schreibt es mal in die Kommentare. In your way, cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Ich hab dieses mega geile Rezept bei TikTok gesehen und hab gedacht, nee, das musst du jetzt mal nachmachen. Und jetzt zeige ich euch, was ihr dazu braucht. Einfach, aber mega lecker. Mega lecker. Ihr benötigt eine Schüssel, ist klar. Reiswaffeln, die macht ihr klein. Richtig klein machen. Licht. Vielleicht neue Batterien. Ist es mit Batterie? Ja. So. Dann benötigt ihr ein bisschen Wasser. Ein Schluck Wasser. Ein Schluck Wasser. Ist schon wieder ausgeglichen. Naja. So. Dann weicht ihr das darin ein, bis es richtig weich ist, bis alles das Wasser aufgezogen ist. Könnt ihr noch so ein bisschen zerdrücken. So, das ist jetzt fertig. Jetzt kommt rein. Eine Zwiebel. Ich mache jetzt auf zwei Waffeln eine halbe Zwiebel, eine kleine halbe Zwiebel. Wenn jemand Zwiebel mag, kann auch ganz viel Zwiebel reinmachen. Schneide ich klein. Komm hier. So. So, die kommen jetzt hier rein, die Zwiebel. So, dann kommt rein Tomatenmark. Ja? Zum guten Schuss. So. Dann kommt ein Schuss Öl rein. Öl eurer Wahl. Dann kommt, nehmen wir jetzt hier von Spice Bar ein bisschen Pfeffer, den Veras Prickelpfeffer. Dann nehme ich Veras Yum Yum, so ein Allrounder Gewürz. Und dann nehme ich indische Sommerflocken. Nee, hier, warte mal, wo sind sie hier? Indische Sommerflocken. Die zerreibe ich so, die lassen sich gut zerreiben. Und jetzt wird alles miteinander vermischt. Was ist das? Ach, die Zwiebel. Jetzt habe ich ihn wieder. Und jetzt wisst ihr bestimmt, was das sein soll. Und zwar soll das ja entweder Tatar sein oder Art Hackepeter. Und Leute, ey, macht das unbedingt mal nach.
Ey, das ist so lecker. Und es ist vegan. So, jetzt nehme ich mal einen Löffel und koste das. Leute. Ihr werdet begeistert sein. Also, kurzes, schnelles Video. Toller Ersatz für Hackepeter-Tatar. Macht's aufs Brötchen, aufs Brot. Esst es so. Es schmeckt unheimlich geil. Und wer es nachmacht, bitte lasst mich wissen, ob es euch auch so gut schmeckt, wie es uns schmeckt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up.